Dieser verfickte Cash Grab. Motherfucker redet davon, dass er 5 Millionen Leute hatte, die er erreicht hat. Und jetzt will er von irgendwem 25 Euro, Digga? Habt ihr das mitbekommen? Die Weaselbees sind wieder hier. Die Weaselbees sind wieder da. Kennt ihr die Jesus-Leute? Der hat den Film, der auch den Film gemacht hat? They give a nice special shout out to their best buddy Jesus Christ, which is nice because I know Jesus worked really hard on this movie. I think he was actually in charge of like holding the boom mic the whole time, because you know he has experience with holding his hands up for a while. Jesus hat sie bestärkt. Der blutige Pfad Gottes. 2025 der Film. The world enslaved by a virus. Virus. Political beliefs. Aber eine Gruppe von Christen. Lockdowns. Isolation. Holy Christ. Jesus hat uns gestärkt. Oh, Jesus. 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 Yeah. Wir waren längere Zeit nicht da. Amen, Bruder. Du bist zurück. Mein Bruder. Ah. Um es kurz zu spoilern, Millionen von Menschen haben gedacht, wir machen keinen guten Job. Nein, und die meisten davon waren tatsächlich keine Deutschen. Das waren keine Deutschen? Die Dreckigen. Die haben's. Was haben die gemacht? Simon und Tabitha werden gleich auch noch zu euch sprechen. Ich möchte aber ganz kurz anfangen, was im letzten Jahr eigentlich so passiert ist, weil es sind so viele Dinge in unserem Leben passiert. Private Sachen, Sachen, die mit unserer Arbeit hier zu tun haben, Sachen, die mit anderen Arbeiten zu tun haben. Und wir möchten euch so ein bisschen... Die Ausländers waren's. ...ein bisschen auf dem Laufen halten, was eigentlich so passiert ist. Vielleicht seht ihr das da, das habt ihr wahrscheinlich nur mitbekommen. Ich habe letzten August geheiratet. Ja, der hat seine Frau geheiratet, mit der er vorher nicht schlafen durfte. Kein Sex vor der Ehe. Also, ob das jetzt funktioniert oder nicht... I don't know. I don't fucking know. Aber er hat keine Wahl. Und zusammen mit meiner Frau sind wir dann nach unserer Hochzeit zusammengezogen. Meine Frau hatte eine Wohnung, die hat ungefähr 30 Quadratmeter gehabt. Also so eine sehr kleine Einzimmerwohnung, wo sie gelebt hat während ihrem Abitur. Kaufst die Katze im Sack? Und ab Juni, Juli, so 2-3 Monate vor unserer Hochzeit, haben wir angefangen, nach Wohnungen zu suchen, die größer sind. Ihr wisst es wahrscheinlich, ich arbeite in der Filmfotoproduktion und bin selbstständig. Also ich mache Hochzeitsvideos, Hochzeitsfotos, bis hin zu Imagevideos, Werbeproduktion. Zum Beispiel haben wir letztens für den ersten FCK gearbeitet. Und wir haben viel gesucht. Ich glaube, wir haben 15 bis 20 Wohnungen besichtigt. Aber Wahnsinn. Weil ich selbstständig bin, habe ich keinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Nein. Und die meisten Vermieteten wollten das. Deswegen haben wir von allen 15 Wohnungen Absagen bekommen. Nein. Weil er keinen Arbeitsvertrag hat? Das heißt, Isabel und ich sind in unsere 30 Quadratmeter Wohnung angezogen und wir haben bis Dezember haben wir Wohnungen besichtigt und besichtigt und besichtigt und wir mussten am 1. Januar mussten wir ausziehen aus ihrer Wohnung. Das heißt, wir hatten keine Wahl. Und dann haben wir die letzten 2 Absagen am 2. Dezember bekommen. Und dann hatten wir keine Wohnung mehr in petto, sagt man glaube ich so, in petto. Krasser Schnitt auch. Hier zeigt sich auch die Qualität eines Filmfotos. Und dann hatten wir keine Wohnung mehr in petto. In petto. Und dann sagt man, glaube ich, so. Rauszoomen. Einfach für den dramatischen Flair. Auch noch gekippt, damit es aussieht, als würde man reinfallen, weil er fällt auch in dem Moment. Gänsehautmoment für mich. Gänsehautmoment. Wo wir hätten noch hingehen können. Und krank. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht möchte Gott irgendwas anderes. Ich meine, wir sind ein halbes Jahr auf der Suche. Ich verdiene ganz okay, ich verdiene nicht super viel, bin aber auch nicht so unbedingt arm. Keiner will mich haben, ich verstehe den Grund nicht. Sind die Ausländers wahrscheinlich. Lass uns mal schauen, was Gott vielleicht von uns möchte. Und long story short. Warte, was? Ich verstehe den Grund nicht, lass uns mal schauen, was Gott vielleicht von uns möchte. Gott hat was davon, was? Und long story short, wir haben ein Haus gefunden. Meine Familie hat uns unglaublich dabei unterstützt. Auf jeden Fall haben wir zusammen ein Haus gekauft und wir haben eine Wohnung komplett renoviert in dem Haus, in der wir jetzt leben dürfen.
Und das hat was mit Gott zu tun? Das heißt, wir haben unser eigenes Eigentum. Wir haben diese eigene Wohnung für uns. Und die Wohnung hat ungefähr, glaube ich, 95 Quadratmeter. Und die Wohnung, die wir uns besichtigt haben vorher, die hat nur um die so 65, 70 Quadratmeter, weil Mieten einfach unglaublich teuer geworden ist, vor allem hier in so der Rammstein-Area. Jetzt darf ich mein eigenes und eine eigene Wohnung haben. Und das ist ein Riesenwunder. Und das hat sich dann so ereignet, dass wir am 10. Januar die Wohnung übergeben bekommen haben. Aber was hat das mit Gott zu tun? Das hat was damit zu tun, dass deine Familie für dich gebürgt hat. Wir mussten kurz mal bei meinen Eltern einziehen, aber wir haben dann die Wohnung bekommen. Und wir haben das ganze Haus renoviert. Und da ist schon das Erste passiert, was mich unglaublich zurückgeschlagen hat. Weil wir haben uns eigentlich gar nicht überlegt, eine längere Zeit Pause zu nehmen mit unseren Foto und Video und hier Weselys Produktion. Also es war der 10. Januar, wir haben das Haus bekommen. Ich habe Laminat bestellt für alle drei Wohnungen in dem Haus. Es kam als 1,5 Tonnen an. Der LKW hat alles abgeladen. Es war kalt, es hat geschneit. Ich habe alle diese 1,5 Tonnen Laminat. Er hat sie auf seinem Rücken getragen, wie Jesus damals das Kreuz. Amen, Bruder! Amen! In den ersten Stock gebracht. In den ersten Stock. Amen, Bruder! Soweit, so gut. Und so sprach Vater, nimm 1 Tonne Laminat in 10 Kilo Packung und trage sie in dein Haus in den ersten Stock. Ohne Lift. Nun geh. Geh. Kommt ein Fahrradfahrer hinter mir. Nein. Dankeschön. Und dann habe ich angefangen, einen Boden abzuschleifen in unserem späteren Büro. Meine Mutter und meine Schwester kamen dann noch, um Tapeten abreißen zu helfen. Meine Frau war auf der Arbeit. Und dann hattest du eine Vision. Plötzlich, es war so um 4 Uhr, 5 Uhr, wurde mir unglaublich schlecht. Ich habe nicht verstanden, warum mir jetzt plötzlich so schlecht wird. Ja. Ich habe mich hingelegt. Ja. Meine Mutter und meine Schwester haben ja weiter Tapeten abgezogen. Ja. Nach einer halben Stunde habe ich gesagt, wir müssen jetzt zu meinen Eltern nach Hause fahren, weil wir waren ja noch nicht in dem neuen Haus, wir mussten es ja noch renovieren. Ja. Meine Mutter hat mich nach Hause gebracht, also zu meinem Elternhaus gebracht. Ich habe mich dort hingelegt. Okay, und dann? Meine Frau kam dann auch nach Hause. Und dann wurde es immer und immer schlimmer. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich wusste nicht mehr, was mit mir los ist. Gott. Ich habe nur noch im dunklen Zimmer gelegen, musste mich übergeben, immer und immer wieder. Ja. Das war echt schlimm. Ja. Und plötzlich wollte ich raus auf Toilette gehen. Ja, und dann hattest du eine Vision. Gott stand vor dir. Nein, mein Kind! Nein! Meine Frau war vor meinem Zimmer, weil sie mich nicht nerven wollte. Ja. Und ich mache die Tür auf, gehe aus dem Zimmer raus und plötzlich sage ich so noch so, ich weiß gar nicht mehr 100%, wie es war, aber ich habe nur noch gesagt so, Schatz, mir wurde komplett schwarz vor Augen und ich bin, meine Frau dann zu mir gesprungen, mich genommen, ich bin komplett zusammengesackt, nur auf den Boden gefallen und ich war einfach weg. Meine Eltern haben natürlich sofort den Krankenwagen angerufen, der kam sofort und ich war weg. Und dann, als der Krankenwagen kam, kam ich so langsam wieder zu mir. Krankenwagen kamen dann, die Rettungs... Oh Gott, diese Effekte! Männer kamen hoch. Das soll zeigen, dass er blass war, wahrscheinlich. Das soll zeigen, dass er blass war. Wir haben erst mal meinen Oberkörper freigemacht. Ja. Und haben mir Blutdruck gemessen. Ja. Und sie haben keinen Blutdruck gefunden. Er war ein Geist. So wenig Blutdruck hatte ich bei mir. Ich war komplett blass. Ja. Und die haben mir dann erstmal flüssig... Kein Druck. Ne? Flüssigkeit zugeführt und alles Mögliche. Ich kam ins Krankenhaus, habe da übernachtet. Eine liebe Freundin war noch da, die dort gearbeitet hat, die mir dann auch lecker Getränke noch gebracht hat. Dankeschön. Auf jeden Fall am nächsten Tag kam raus, dass mein Blinddarm unbedingt raus muss. Es lag anscheinend auch irgendwie daran. Da wurde ich notoperiert. Krass. Wie konnte Gott das zulassen? Am Ende war alles gut. Ich kam aus dem Krankenhaus nach Hause, musste erstmal einen Monat mich komplett hinlegen, ich durfte nichts machen. Und das war schon so ein fetter Rückschlag. Eine andere Sache, die auch im Januar passiert ist, was noch ein bisschen längeren Schwanz hinter sich gezogen hat, und jetzt komme ich zum spannenden Teil, der euch wahrscheinlich auch interessiert. Gute Besserung auf jeden Fall an meinen Bruder im Geiste. War, ein YouTuber hat gemeint... Wer? Welches Schwein? War der Deutsch? Der war ein Kanadier. Gott. Nein. Sehr liberal, sehr atheistisch auch. Drecksschwein. Liberal und Atheist? Drecksschwein. Und dieser YouTuber hat ein Video über unseren Film gemacht. Ja. Ihr seht ja kurz unser Filmlogo.
War ein also wirklich krasser Film. The World Enslaved by a Virus. Wirklich. Also gestört. Als ich vorhin gesagt habe, ich gucke mir nur IMDb-Filme ab, die so eine gewisse Bewertung haben. Bei dem Film wusste ich, ich muss mir die Bewertung nicht ansehen. Ich kann sofort kotzen gehen. Das war so ein Film. Kennt ihr wahrscheinlich noch, haben wir letzten Januar davor veröffentlicht, also ein Jahr bevor das passiert ist. Und dieser YouTuber, ja, weiß nicht genau, wie viele Abonnenten er hat, 2-3 Millionen oder so? Ja. Amerikaner? Kanadier. Also Kanadier. Genau, danke. Hat ein Video über uns gemacht. Oh Gott. Und dieses Video hat eine Welle ins Rollen gebracht, von der wir niemals gedacht haben, dass es irgendwie möglich wäre. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt haben vielleicht 800.000-900.000 Menschen unseren Film geschaut, was uns super glücklich gemacht hat. 800.000-900.000 Menschen haben den geschaut? Warte mal. Zwischen 800.000 und 900.000 Menschen oder 800.000 bis 900.000 Menschen? Weil die Spanne zwischen 800.000 und 900.000 Menschen ist sehr hoch. Oder sind es 800.000-900.000 Menschen haben den geschaut? Nach dieser Hasswelle, die dieser YouTuber losgelöst hat. Dieser Ungläubige. Sag ruhig die Wahrheit, mein Sohn. Sag die Wahrheit, mein Sohn. Schätze ich, dass jetzt um die 5, 6, 7 Millionen Menschen unseren Film gesehen haben. Aber nur eine Schätzung. Konservative Schätzung. Mindestens. Der Film ist ja englisch. Wir verlinken ihn euch unten auch gerne nochmal, wo man in Deutschland schauen kann. USA ist ja viel größer, wir haben ihn auf 15 Streaming-Plattformen. Wie gesagt. Ja, ist riesig. Keine Ahnung, warum der in den USA so erfolgreich ist. Keine Ahnung, man könnte meinen, die Leute da sind dümmer. Der Film ist auf Englisch. So um die 5 bis 10 Millionen Menschen haben den Film gesehen. 5 bis 10 Millionen. Ich guck mal ganz kurz in das Video rein. Mehr über unseren Film, Kanalmitglied werden, folgt uns. Wo ist denn der Film hier? Da. Man muss den ausleihen. Ich lese mal die Rezension. Danke, meine Brüder im Glauben. Nach einer langen Durststrecke in meinem grauen Leben habt ihr mir zu neuer Stärke geholfen. Ihr habt mir die Welt ein Stück bunter gemacht. Aber zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wie nennt man den Lümmel des Papstes? A. Heiliges Kanonenrohr. B. Heiliger Bimbam. Warte mal. 8 bis 10 Millionen? Ist der Film denn für die Oscars nominiert? Nee. Aber das sind ja auch nur Schätzungen. Der YouTuber war aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass parallel mit der YouTuber das so Kick-Off sozusagen, hat das losgestoßen und auf Twitter ist eine riesen Hasswelle, hat das losgelöst. Und ich weiß gar nicht, wie viele Tweets, vielleicht schaue ich mal in der Post-Production, ob ich eine Zahl dazu finde, da steht sie irgendwo. Auf jeden Fall gab es so viele Tweets. Jeder Mensch hat über unseren Film getweetet, so gefühlt. Jeder. Auf dem Planeten. 8 Milliarden Twitter-Accounts, jetzt wisst ihr wieso. Wir mussten alle von unserer ganzen Familie alle unsere Accounts auf privat stellen, weil wir so viele Anfragen, so viele Hassnachrichten bekommen haben. Die Leute haben sogar, also unter unseren Bildern kommentiert, sie haben uns private Nachrichten geschrieben und sie haben sogar unseren Freunden direkt an die Nachrichten geschrieben. Das nicht nur an uns, sondern auch an unsere Freunde, was wir für schlechte Menschen sind. Ich persönlich habe Jesus geschrieben und habe die dumm gelabert. Wissen viele nicht. Aber ich habe Jesus eine Twitter-Nachricht geschrieben. Und ich würde es nochmal machen, ganz kurz. Und da ist sie weg. Ich bin jetzt sogar immer noch auf privat, weil es immer noch so teilweise ein paar Wellen gibt. Aber ich glaube, auf Instagram, weiß nicht, ob du das kennst, dann sieht man oben nur noch 999 plus Kontaktanfragen. In der schlimmsten Zeit krass war es so, dass ich um die 500 Kontaktanfragen pro Tag bekommen habe. Also Menschen, die mir nicht folgen wollten, um zu gucken, was ich mache, als ich noch öffentlich war, haben mir alle Leute, die zu mir gekommen sind, die mir gefolgt sind, auch alle eine Nachricht geschrieben. Und das verstehe ich nicht, wie, ich schätze ungefähr 100.000 Menschen, die mich aktuell angefragt haben, wie Menschen so sein können, so viele Menschen, die einem so Böses wollen. Wo kommen diese Zahlen her? Wie viel hat das angefangen im Januar? Und es war 100.000 Menschen? Weißt du, wie viele 100.000 Menschen sind? Ganz, ganz schlimm, bis April, Mai. Ich habe meiner Frau gesagt, in der Woche ist das rum. Ja, schön wär's. Wie gesagt, es hat sich bis April gezogen, war's richtig heftig. Und jetzt ist es so, dass alle paar Wochen plötzlich ist ein Tag mal wieder schlimmer, dann kriege ich nochmal so 100 Kontaktanfragen. Aber dann ist es über die Woche wieder gut, dann kommt mal wieder ein Tag, es kommt drauf an, wer was postet. Vielleicht will ja jemand einfach nur wissen, wer einen guten Film produzieren kann in Köln. Und seitdem, habt ihr am Anfang von dem Video gesehen, gab es unzählige YouTuber, die Videos über uns gemacht haben, ja. Instagrammer, Influencer, ja, die Sachen schlecht über uns verbreitet haben. Ja. Dreckigen Schweine. Wenn die Kirche
noch so machtvoll wäre wie damals, dann würden die aber nicht so aussehen. Dann würden die nicht sich nicht sowas trauen zu machen. Die würden es nicht wagen, gegen Gott zu reden. Die ganzen Influencer. Weil dann wären die tot. Und das wäre auch gut so. Ja, ich hab's gesagt. Amen, Bruder. Warum sind die so böse zu uns? Auf der anderen Seite gab es eine sehr große Anzahl an Menschen, ja, einflussreiche Menschen, auch in den USA. Ja. Filmproduzenten, ja, YouTuber, die mir geschrieben haben. Ich weiß, ich kenne einen davon, Uwe Boll. Uwe Boll hat ihm geschrieben. Gesagt haben, dass es ihnen so leid tut, dass wir unter dem Hass leben müssen. Ja. Uwe Boll war's. Also es hatte auch Vorteile und der größte Vorteil natürlich, Millionen von Menschen haben Gottes Botschaft gesehen durch unseren Film. Weil er spricht für Gott. Natürlich. Gottes Botschaft ist sein Film. Klar. Man könnte jetzt sagen, ist er Jesus? Nein, das ist nicht, was er gesagt hat. Er hat nur gesagt, dass er Gottes Botschaft vertreibt. Großer Unterschied. Großer Unterschied. Hier als kleine Erklärung, unser Film, ja, war ein Low-Budget- bis No-Budget-Film. Ja. Wir haben selbst geschauspielert, wir haben selbst alles produziert, wir haben selbst das Skript geschrieben. Ja. Das Problem ist, dass die meisten Menschen, selbst wenn, ja, sie so einen Film gucken, ja, vergleichen das mit Marvel-Filmen. Ja. Und natürlich kann die Qualität niemals da mithalten. Nee. Das nur als Erklärung, wenn du jetzt den Film guckst. Auch inhaltlich, muss man dazu sagen, wissen viele nicht. Wir waren einfach ein Low-Budget-Film. Aber, ja, wir haben unser Bestes gegeben und das, ja, Wichtigste ist, wir haben Gottes Message an Millionen von Menschen rausbekommen. Gottes Wort. Im April ist noch was Interessantes passiert. Ja. Und zwar, der Simon, der junge Herr. Wow. Boah, Bruder, was? Ey, diese Filmtechnik. Ich raste vollkommen aus. Wie macht der das? Er hat geheiratet. Zeig uns deinen Ring. Da seht ihr ihn. Super, sehr gut. Dafür waren wir sogar in der Dominikanischen Republik im April. Haben dort gefeiert, war ein unglaublich großes Fest. Und es war. Ist das? Schönes Wetter. Also dafür waren wir weg. Es war wieder viel zu tun. Bachelor. Da war kein schönes Wetter. Also um das aufzulösen, an Simons, also es war tolles Wetter die Tage davor. Und genau an, also wir waren eine Woche da und genau an Simons Hochzeit hat es den ganzen Tag geregnet. Es hat morgens direkt geregnet. Ich bin von unserem Hotelzimmer zu Simons Hotelzimmer gelaufen, zu Simons Getting Ready. Und ich bin bestimmt 15 Minuten, bei einer riesen Hotelanlage, 15 Minuten durch den Regen gelaufen. Es hat strömend geregnet. Hier seht ihr so ein paar Bilder von der Hochzeit. War eine coole Geschichte. Also da waren wir auch, war viel zu tun, Bachelorparty und was da alles dazu kam. Und dann hat im Mai die Hochzeitssaison angefangen. Also der Teil des Jahres, wo Simon und ich ungelogen mit Sicherheit 12 bis 14 Stunden jeden Tag auch samstags gearbeitet haben. Auch samstags. 12 bis 14 Stunden jeden Tag, auch samstags. Außer Sonntag, denn Sonntag ist ein göttlicher Tag. Wir mussten uns zwingen und teilweise ging es nicht, sonntags freizunehmen. Also es war Hochzeitssaison, wir hatten über 50 Hochzeiten in diesem Jahr und einen Großteil haben Simon und ich allein gemacht. Deswegen, es war unglaublich viel zu tun, von Mai bis jetzt im September. Ich war jetzt gestern auf einer Hochzeit nochmal, die nächsten kommen im Oktober wieder. Falls ihr heiratet, wir sind noch da. Aber die Haupthochzeitssaison. Außer ihr heiratet nicht kirchlich. Ihr beschissenen, gottlosen Hurensöhne. War in den letzten Monaten wegen, deswegen haben wir es nicht geschafft, da wieder Weselis Videos aufzunehmen. Aber wir haben uns gesagt, wenn die Hochzeitssaison rum ist. Entschuldigung, ich hab nur gesagt, was er gedacht hat. Entschuldigung. Dann fangen wir wieder an. Und wir wurden von so vielen Menschen ermutigt. Und wenn du einer von denen bist, vielen Dank. Wir haben es auch gebraucht, auch mit dem Ganzen, was mit dem Film los war. Viele von euch wussten es ja auch gar nicht, was da alles los war. Ja. Aber wir haben so viele Menschen getroffen, auf, ja, den Hochzeiten, an Flughäfen, überall. Und ihr habt uns ermutigt, weiter. In Kirchen. Dazu machen, gesagt, hey, wir vermissen eure Videos und macht weiter. Dafür sind wir euch unglaublich dankbar. Es hat uns sehr geholfen in den schwierigen Zeiten, in denen wir waren. Auf jeden Fall, jetzt ist September. Es geht wieder los. Es ist jetzt nicht September. Wir freuen uns unglaublich, wieder richtig durchzustarten. Wir freuen uns, auf Events zu gehen. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Auch da draußen, wir lieben es, euch zu treffen. An McDonald's, an Flughafen, überall, wo wir waren. Auf Hochzeiten haben wir so oft Leute getroffen, die uns kannten durch unsere Videos. Und wir finden es unglaublich schön, auch Menschen hinter den Displays kennenzulernen. Noch eine Sache, die ich vergessen habe. Unglaublich witzig. Meine Schwester, diese junge Dame. Wir studieren an der gleichen Hochschule. Super cool.
Wenn ihr euch dafür interessiert, mit uns zu studieren, meldet euch. Okay. Wir sind in der gleichen Klasse. Genau. Also ich habe meinen Bachelor abgeschlossen, Personalentwicklung. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Und ich wollte unbedingt Theologie studieren. Okay. Und ich habe es geschafft auf der Hochschule, wo auch Tabitha schon seit einem Trimester länger studiert. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt Theologie studieren. Und in den USA ist ein bisschen anderes System, aber die Hochschule ist deutsch-amerikanisch mit Sitz aber in Amerika. Und deswegen haben die mir ermöglicht, meinen Master nach meiner Personalentwicklung in Theologie zu machen. Deswegen sitzen wir in der gleichen Klasse, so lustige Stories kommen dann dabei raus. Ist dreimal die Woche, ist cool. Was? Der Simon, der studiert nicht unbedingt Theologie. Er macht aber auch was Cooles. Und zwar, er lernt fliegen. Ist das nicht klasse? Er lernt natürlich nicht nur fliegen, sondern er studiert. Was? Hä? Was ist denn jetzt hier los, Digga? Das war geplant, deswegen kam mein Lachen leider nicht so gut rüber. Aber wichtig, für dich zu wissen, für Deutschland zu wissen, für YouTube zu wissen, für die ganze Social-Media-Welt zu wissen. We are back. Okay. Weasleys ready to spread his message again. Oh, schlimm genug, dass ihr euren DNA-Pool spreadet, Alter. Jetzt müsst ihr noch nicht seine Message spreaden, ey. Digga, was zur Hölle? Die Weasleys. Ja, also, schön, dass ihr wieder da seid. Die Ankündigung des größten Projekts unseres Lebens. Was Corona mit unseren Kirchen und Gemeinden gemacht hat. Es ist soweit, wir dürfen endlich bekannt geben, woran wir jetzt seit mehr als einem Monat arbeiten. Und das größte Projekt eures Lebens ist mehr als einen Monat arbeiten? Und zwar unser neuer Film. Oh no. Oh nein. Ihr habt wahrscheinlich unseren alten Film mitbekommen, den wir vor 2 Jahren veröffentlicht haben. Es haben inzwischen mehr als 5 Millionen Menschen den Film gesehen. Hä? Ich dachte, mehr als 10 Millionen Menschen haben den gesehen. Wir sind auf, keine Ahnung, 20 Streaming-Plattformen in den ganzen USA. Wir wurden auf über... Christian Cinema? Heaven's War? Heaven's War? Before the Wrath? The Trump Prophecy? Alter, fick mich ins Ohr und nenn mich Henriette. Was? Was passiert hier? Über 90 Webseiten gefeatured. Christianfilm.com? 20 Streaming-Plattformen in den ganzen USA. Wir wurden auf über 90 Webseiten. Cineserious? Webseiten gefeatured. Christenfilm? 3,5 Fische? Ihr habt 3,5 Fische bekommen? Featured. Was ist denn PiscaView? A Guide to Christian Family, Faith-Based TV and Media. Digga, was? Blogbeiträge. Binged. Website Office Cloud. Was? Podcast. Cinema Look. Digga. Podcast, YouTube-Videos. Saltflix. Videos, Zeitungen, überall. Also der Film war ein echter Durchbruch. Der Film war ein echter Durchbruch. Und jetzt sind wir dabei, unseren nächsten Film an den Start zu bringen. Ich werde euch natürlich gleich erzählen, um was es in unserem Film geht, aber ich werde hier nicht zu viele Details auf dem Weasleys Kanal bekannt geben. Bruder, geht's um einen Typen, der einen Ohnmachtsanfall hatte und sich dann eine Gottesprüfung rausgestellt hat und als er gewonnen hat, ist er im Krankenhaus aufgewacht und Gott hat ihn im Blinddarm rausgenommen? Ist das die Story? Ist das die Story, frage ich. Weil wir einfach ein bisschen das noch geheim halten wollen. Wie ihr aber alle Details erfahrt, das erfahrt ihr am Ende vom Video. Also, um was geht es in unserem neuen Film? Digga, der hat ein Gedächtnis wie eine Fliege, oder was? Kanal bekannt geben, gleich erzählen, um was es in unserem Film geht. Aber ich werde hier nicht zu viele Details auf dem Weasleys-Kanal bekannt geben. Glaube ich, der am Ende vom Video. Also, um was geht es in unserem neuen Film? Es war, glaube ich, der 22. Dezember, als Simon und ich, also mein Bruder und ich, auf die Idee gekommen sind. Oh nein, sie machen einen Weihnachtsfilm. Unseren neuen Film zu produzieren. Wir waren also so hyped, wir sind immer noch so hyped. Und zwar, wir werden einen Weihnachtsfilm produzieren. Oh Gott, Jesus, f*** mich in meinen Arm. Bitte nicht. Bitte nicht, Jesus.
Jesus, mach das voll. Verhinder das wirklich. Bruder. Bitte nicht. Es wird ein weihnachtsblinder Film. Oh nein. Bitte nicht. Es wird mega. Ich bin so hyped, wenn ihr hier sein könntet. Alles um mich bebt schon fast. Also, es wird um einen christlichen Weihnachtsfilm gehen. Wir möchten allerdings nicht nur Christen erreichen. Deswegen werden wir einen standardmodernen, coolen Weihnachtsfilm produzieren, der am Ende eine ganz, ganz klare Message hat, sodass die Menschen am Ende die wahre Geschichte um Weihnachten verstehen. Dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat? Und das schaffen wir so, oder unser Ziel ist es, dass wir die Menschen über am Ende wahrscheinlich 75 Minuten so reinziehen, dass ab der 75. Minute wird die wahre Geschichte von Weihnachten erzählt. Das, und da geht ihr dann in so einen Coca-Cola-Store rein, wo dann der Erfinder von Coca-Cola sagt, ey, wir brauchen irgendein Fest, wo jemand so ein, wo so ein Idol die Farben von Coca-Cola hat, wo wir übelst die Werbung machen können und alles darum dreht sich um Coca-Cola. Coca-Cola-Mann? Nein, nein. Der Weihnachtsmann. Boah. In einem ganz romantischen Art und es wird noch ein bisschen was anderes da passieren, ja. Sodass die Menschen über 70 Minuten eine Beziehung mit dem Charakter aufgebaut haben und plötzlich kann der Film die wahre Botschaft von Weihnachten in die Herzen reinsprechen. Bruder, bitte sag mir, dass du das nicht selber spielst. Bitte sag mir, dass du es nicht selber spielst. Ist so ein bisschen, wie ihr es vielleicht kennt von Musicals, von Schauspielen, ist oft so, machen viele Kirchen auch an Weihnachten, dass man ein Schauspiel macht, was vielleicht weltlich ist und am Ende kommt der Pastor und predigt. Und genau das ist sozusagen das Fundament, was unter unserem Film. Unser letzter Film, wie gesagt, haben 5 Millionen Menschen gesehen. Wir haben ein sehr, sehr, sehr fast gar kein Budget gehabt für den Film. Dieses Jahr soll das Ganze anders werden. Wir werden das komplette Jahr 2023, was jetzt vor uns liegt, an dem Film arbeiten, um zu hoffen, dass es Ende November auf allen Streaming-Plattformen da ist. Also auf allen Christen-Streaming-Plattformen. Ja. Veröffentlicht wird. Und ihr könnt es euch hoffentlich nur denken, ich kann davon nur träumen und ich finde es mega. Wir werden ein deutlich größeres Budget haben und ich hoffe, dass einfach alles in diesem Film 10-mal besser wird als im letzten Film. Allein schon, weil wir ein hoffentlich 10-mal größeres Budget haben. Und wenn das mit den Leuten, die den Film gucken, auch 10-mal mehr sind, dann erreichen wir sehr, sehr viele Menschen mit der Botschaft von Gott. Aber ich wollte eigentlich was zur Story sagen. Also, wir produzieren einen Weihnachtsfilm. Die Geschichte wird so ablaufen, dass wir eine Politikerin haben. Sie ist eine High-Performerin. Sie lebt in den USA. Übrigens, der Film wird amerikanisch, wird Englisch Originalsprache haben. Und je nachdem, wie viel Geld wir einsammeln können, je nachdem, wie viele Supporter wir finden, werden wir das Ganze natürlich in Deutsch synchronisieren und auch auf deutschen Netflix, Amazon, hoffentlich überall am Ende den Film zu haben. Und diese Politikerin steigt in der Karriereleiter nach oben und plötzlich bedeutet das... Bruder, no joke, wenn die Donald Trump noch kriegen, dann ist Donald Trump in deren Version, in deren Realität des Weihnachtsfilms noch Präsident. Aber dass sie aufs Land fahren muss. Ja. Warum werdet ihr, sage ich euch nachher, wie ihr das erfahren könnt. Ja. Aber diese Politikerin muss aufs Land fahren, ist richtig genervt von der Arbeit, die sie dort tun muss. Ja. Verliebt sich dort in den Typen. Ja. Der Typ ist ein guter Mensch, dem seine Familie ist gläubig. Wichtiges Detail. Und sie verändert ihren Charakter und am Ende liebt sie es da und jo. Danke für die wenigen Details, die überhaupt nicht preisgeben, wie der gesamte Film aussieht, aber ja. Verbringt schöne Weihnachten dort. Ja. Das ganz Kurzfassung, um was in dem Film geht. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, gerne. Und wie wir das Ganze machen, und da hoffen wir, dass wir ganz viele von euch dazu begeistern können, mitzumachen. Wir haben hier einen Link unten in der Infobeschreibung und mit diesem Link könnt ihr spenden. Willst du mich f***en oder was? Kommentare sind deaktiviert. Und wir suchen 2 bis 3, unser Maximalziel ist 400 Menschen zu finden, die 25 Euro oder mehr im Monat spenden. Jeden Monat? Bruder, bevor ich euch auch nur 1 Cent gebe, gebe ich das f***ing Geld der Tafel, Digga. Wie ihr wisst, ist es jetzt Januar und der Film wird Ende November gepostet. Und über diese Zeit wollen wir monatlich von Menschen sozusagen Spenden bekommen. Dann tut es nicht so weh, auf einmal das Geld zu spenden, aber monatlich ist für jeden 25 Euro irgendwo meistens noch irgendwie möglich. Man merkt es nicht so, wenn es plötzlich vom Konto abgeht. Bei der Tafeldiffs? Hä? Ich habe gesagt, bevor ich den spende, gebe ich das Geld doch eher der Tafel.
Das ist doch kein Tafeldiss. Das heißt, bevor ich denen auch nur einen Cent gebe, wird das in die Tafel gehen. Und deswegen möchten wir das über 10 bis 11 Monate zusammensammeln, um am Ende den Film davon bezahlen zu können. Auf der Webseite, die hier unten verlinkt steht, werdet ihr auch sehen, was das ganze Projekt am Ende kosten wird und was wir brauchen, um das Projekt umzusetzen. Wenn ihr uns jetzt supportet, monatlich das Geld spendet, 25, 50, 100, man kann auch so ein Feld eintragen, wie viel genau man ausgeben möchte, monatlich, dann bekommt ihr oder mehr einen exklusiven Zugang zu einer Webseite, wo wöchentlich, später auch, wenn wir den Film drehen, täglich Updates gepostet werden, was gerade in unserer Filmproduktion passiert. Das bekommt ihr, das bekommt kein anderer. Zweitens bekommt ihr auch Zugang zu einer WhatsApp. Wir wissen noch nicht, ob wir eine Facebook-Gruppe auch machen, aber auf jeden Fall zu einer WhatsApp-Gruppe. Ich verstehe nicht ganz, warum die Kohle brauchen. Ich dachte, die haben das Budget schon. Wo ihr die Möglichkeit habt, sogar an unserem Film mitzuwirken. In der WhatsApp-Gruppe werden alle Supporter sein und wir werden, ihr kennt es wahrscheinlich inzwischen auch, diese WhatsApp-Umfragen senden zu Sachen, die am Set nachher letzte Entscheidungen angehen. Zum Beispiel sollen wir auch... rote Kugeln hinhängen oder goldene Kugeln hinhängen. Und das werden im Abend vorher Fragen, dann dürft ihr alle abstimmen und am nächsten Tag werden wir das dann so umbauen, wenn es natürlich passt, wie die Umfragen das ergeben. Und auch in der WhatsApp-Gruppe werden Bilder, Videos gepostet vom Set nachher. Wir werden im kompletten September 4 Wochen lang durchdrehen. Ihr werdet ganz viele Einblicke bekommen. Das einfach als kleines Dankeschön. Außerdem werdet ihr natürlich den Film als erstes sehen können. Und wenn wir genug Leute bekommen, dann werden wir ein Kino mieten in den USA und ein Kino mieten in Deutschland, um auf jeden Fall da den Film mit allen Supportern zu schauen. Dieser verfickte Cash Grab. Motherfucker redet davon, dass er 5 Millionen Leute hatte, die er erreicht hat. Und jetzt will er von irgendwem 25 Euro, Digga? Außerdem, jeder Supporter, egal wie viel du uns spendest, selbst wenn es nur ein paar Euro im Monat sind, wenn es nur 25 Euro im Monat sind, wird am Ende im Abspann des Films erwähnt. Also, du kennst es wahrscheinlich, da stehen die ganzen Namen, Produzenten, Schauspieler. Und am Ende werden, oder in der Mitte, wissen wir nicht genau, werden die Supporter aufgezählt. Und da wird jeder Name stehen, egal wie viel du spendest, weil uns jeder Euro einen Schritt näher zu dem Ziel bringt. Ja. Also du wirst da erwähnt. Wenn du es nicht möchtest, bitte schreib es direkt einfach als E-Mail oder schreib das in die Spende direkt rein, dass du da nicht erwähnt werden möchtest. Wie gesagt, der Link ist unten in der Infobeschreibung, wenn ihr Teil von unserem Film sein möchtet. Wenn ihr Teil davon sein möchtet, dass Millionen von Menschen nächstes Weihnachten die gute Botschaft hören, dann wäre es uns eine Ehre, wenn ihr uns unterstützt. Vielen Dank für alle Unterstützung, die ihr uns generell in den letzten Jahren gegeben habt. Wir sind so dankbar. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag und macht's gut. Ciao. Es ist... halt, Gottes Willen. So, der Donation-Stand auf der Webseite ist aber nicht so gut. A young aspiring politician has to leave the country for a career and finds a vacation and true love there. Digga. Da bleibt mir nur noch zu sagen, heil Satan. Ja, natürlich werden die keine Trollspenden bekommen. Also, so ein offensichtliches Scam-Projekt ist doch nicht der Rede wert. Also, das ist doch kein Cent wert. Diese tief verankerte durch den Glauben herangezogene Selektion bezüglich, was ist ein guter Mensch und was ist ein schlechter Mensch, das gehört einfach nicht unterstützt, Alter. Wenn du glaubst, bist du gut. Wenn du nicht glaubst, dann bist du noch kein guter Mensch. Komm, halt's Maul. Kontrolle durch Angst. Kommst nur in den Himmel, wenn du ein guter Mensch bist. Also alles das, was machst, was wir dir sagen. Selber glauben ist überhaupt nicht das Problem, was die Kritik an der Kirche betrifft. Denn selber zu glauben oder an etwas zu glauben, was man für wahr oder eben für was man zur Stärkung der eigenen mentalen Kräfte hat, das kann dir niemand wegnehmen und das sollte dir auch niemand wegnehmen. Aber die Struktur der Kirche in Frage zu stellen, ist wichtig und richtig, denn die Struktur der Kirche baut auf einem Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausenden langen Kontrollmechanismus auf, der nur dazu dient, Machterhalt zu fordern, zu fördern. Und sich gerade in der katholischen Kirche bei Fehltaten oder bei Missbrauch sich vor der Konsequenz zu drücken. Das gesamte System ist ja nicht mal säkulär. Staat und Kirche ist in Deutschland nicht getrennt. Denn nochmal, das Finanzamt zieht deine Kirchensteuer ein für den Fall, dass du unbewusst getauft bist. Und die Tatsache, dass du austrittst,
Kannst du auch nur analog machen bei einem Vorstellenden, bei einem Beamten, wo du dann 30 Euro für bezahlst. Also f*** Gott, f*** die Kirche, f*** Jesus und das gesamte Konzept, das vorliegend ist diesbezüglich. Ich möchte übrigens dazu sagen, ganz explizit die katholische Kirche. Ganz explizit die katholische Kirche. Die Priester, die Kinder missbrauchen und von vorgesetzten Bischöfen und anderen Menschen immer wieder in andere Gemeinden versetzt wurden. Ganz explizit die katholische Kirche, Digga. Ganz explizit die katholische Kirche, die sich vor Aufarbeitung und all dem dazu immer um Jahre gedrückt. Ganz explizit die katholische Kirche kann sich maximal f***en gehen, Digga. So, bin ich jetzt fertig mit dem blasphemischen Talk? Amen, sage ich da nur.